Langsam merken wir alle, die Weihnachtszeit rückt näher. Und was liegt da dann wiederum näher, als Geschenke zu verpacken? Und aus dem Grund haben wir heute für den Super Samstag Videohop das Thema kreative Geschenkverpackungen, Techniken, Faltungen, ausgefallene Boxen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Super Samstag Video Hop im Team Stempelkultur. Wie ich gerade schon gesagt habe, beschäftigen wir uns heute mit Boxen. Und ich habe hier als kleine Schachtel für euch dieses Häuschen. Eine relativ einfache Würfelform, die aber durch die Faltung des Dachs aussieht, als hätten wir da ein Häuschen. Ich habe die Box hier für ein Schokoküsschen gemacht. Die hat eine Seitenlänge von 3 cm. Zum einen dachte ich, da passt ja nicht wirklich viel rein. Und zum anderen dachte ich auch hier, um es vom Video besser zu sehen, machen wir sie jetzt etwas größer. Glaubt ihr, ich kriege den Knoten auf? Nicht zu fassen. Ich wollte euch doch zeigen, wie dieses Dach hier gefaltet ist. Ja, das ist auch ein Quadrat und nochmal mittig hier leicht angedrückt, gefaltet. Und dadurch erhaltet ihr diese lustige Form. Es ist nicht schwierig. Ihr seht hier, es sieht quasi aus wie eine Explosionsbox, nur dass sie an allen vier Seiten nochmal ein zusätzliches Quadrat hat. Das ist die Box in 3 mal 3 cm. 3, 6, 9, 12, 15. Also wir brauchen ein Stück quadratischen, ja, am liebsten Designerpapier. Es geht natürlich auch mit Farbkarton. Dann bekommt man aber die diagonalen Ecken nicht so schön gefaltet. Also deshalb, ich rate euch zu Designerpapier. Also immer quadratisch. Und dann am besten die Seitenlängen wählen, dass es schön durch 5 teilbar ist. Ich hatte gestern mit 17 mal 17 machen wollen. Ganz ehrlich, das war mir dann zu blöd. Das war ein Papierrest. Also ich bin jetzt umgeschwenkt auf hier 15 mal 15 und heute machen wir es gemeinsam, damit man es auch vor der Kamera besser sieht, in 20 mal 20. Ihr wundert euch jetzt, ob des Designerpapiers, ich mich auch. Das ist das Designerpapier aus dem Mini-Katalog September bis Dezember und das heißt Winterliche Blumenpracht. Ich bin von einer Kundin danach gefragt worden, ob ich das wohl zum Zeigen hätte. Nein, hatte ich natürlich nicht. Aber ich dachte mir, bestelle es mal. Mal was anderes. Ne? So, und jetzt zeige ich euch das kurz. So sieht das aus. Die Rückseiten gehen gut, finde ich. Also es ist ja auch wirklich eine Geschmackssache. Ne? Ich will jetzt hier nichts verteufeln, aber meins ist es nicht so wirklich. So, und dann haben wir nochmal die Vorderseiten dazu. Also das ist tatsächlich ein bisschen anders als das in der Farbzusammenstellung, etwas kräftiger. Das eine ist rot geblümt auf der Rückseite und das andere blau. So, das ist es. Und genau, mit dem machen wir das jetzt heute. Also auch diese kleine Box hier, die ist auch damit gemacht. Ihr seht das auch hier, da haben wir nochmal das rot geblümte. Die violette hier ist von innen wie, ich weiß es gerade nicht, Pfauengrün. Ich hatte damit die Swaps für unser Teamtreffen vor 3 Wochen gemacht. Ich hatte den Mädels auch versprochen, sie bekommen da noch eine Anleitung zu. Naja, jetzt kriegen sie ein Video, ist ja noch besser, ne? Wie schon gesagt, nicht sehr schwierig. Ihr braucht euer Falz- und Schneidebrett, quadratisches Papier, wie gesagt, ich hier in 20 x 20,
Und ich wollte das nachher, ich habe mir diesen Anhänger schon vorbereitet. Und dann würde ich sagen, wir benutzen dann auch tatsächlich die blaue Seite. Naja, wegen des Falzens jetzt mal kurz interessant. Ihr falzt das Papier immer bei 4 cm, also 4, 8, 12 und 16. Und zwar an beiden Seiten. Dann habt ihr ein kariertes Blatt. Damit wir es jetzt gleich besser sehen, falls ich mal alle Linien durch, das müsst ihr jetzt in dem Schritt eigentlich noch nicht, könnt ihr auch später, aber wie gesagt, damit wir es besser erkennen. Gut, das ist das Kleine. Da seht ihr schon, was wir jetzt im Prinzip tun. Wir schneiden an allen vier Ecken die drei Quadrate weg, also sowohl das richtige Eckquadrat als auch das darunter und das daneben. An allen vier Seiten. Dann haben wir das Bild, wie es hier zu sehen ist. So, das ging ja jetzt relativ zügig. Und jetzt ist es quasi nur noch ein richtiger Schritt, den wir machen müssen. Und zwar falzen wir jetzt in diese vier Quadrate jeweils eine Diagonale vom Boden. Das hier ist ja der Boden, also ne, von diesem Mittelteil, von der Ecke nach außen zur Spitze an allen vier Quadraten. Das könnt ihr mit der Schneidemaschine machen. Und zwar könnt ihr dann tatsächlich direkt zwei Falzungen in eine machen. Ihr legt die beiden Spitzen jeweils auf die Nut, legt die Klappe zu, guckt, dass das wirklich passt, dass ihr da die Spitze habt und da auch. Und dann könnt ihr mit dem Falztool, mit der Falzklinge jetzt von der Mitte nach außen und hier auch von der mittleren Kreuzung hier nach außen gehen. Nochmal wieder die beiden Spitzen in die Nut schließen, beziehungsweise erst fahrt es euch am besten noch in diesen kleinen Kreuzungspunkt, also die Falzklinge, und dann falzt ihr es nach. Eigentlich ist jetzt der richtige Moment, um die ganzen Falzlinien nachzuziehen. Ich hatte das ja nun eben schon gemacht. Und jetzt braucht ihr nur noch diese Diagonalen einzuklicken. Erstmal nur, sage ich jetzt mal, von Hand. Dann können wir das gleich dann auch nochmal mit dem Falzbein nachziehen. Passt auf, dass ihr die Kanten hier schön übereinander liegen habt. Wenn ihr ein bisschen schief seid, dann könnt ihr jetzt in dem Moment noch ausrichten. Bei mir kommt das einigermaßen hin. Gut, und wenn ihr das dann so liegen habt, dann könnt ihr jetzt auch noch mal gerade mit dem Falzbein nachziehen. Einmal. Das ist jetzt ein bisschen unsichtbar vor der Kamera, schätze ich, ne? Aber ihr wisst ja, wie man eine Falzlinie nachzieht. Und wenn jetzt alles gut gelaufen ist, dann sieht eure Dose bisher so aus. Ihr könnt jetzt mal zusammenlegen, wie es dann nachher auch kommen soll. Also ihr habt zum einen jetzt mal so diese Tülle liegen. So, dann sind zwei Seiten Quadrate, die jetzt einfach so nach innen gehen, ganz normal.
bündig quasi. Und dann habt ihr zwei gegenüberliegende noch übrig. Und da knickt ihr jetzt Ecke auf Ecke. Dafür müssen wir es nochmal aufmachen. Sonst geht das nicht wirklich gut. Auch von Hand jetzt. Ne? Also machen wir nicht mit der Maschine. Also ihr nehmt das jetzt, legt es Ecke auf Ecke hier. Drückt einmal mit den Fingern, dass es ein Stückchen jetzt eingefalzt ist oder eingeknickt ist. Hier das gleiche in grün. Hier Ecke auf Ecke. Einmal drücken. Fertig. Dann nehmt ihr euch eine Lochzange und macht da durch beide Teile ein Loch rein. Das ist jetzt hier schon passiert. Dann dreht ihr rum und macht das gleiche bei der gegenüberliegenden Seite und macht auch hier ein Loch durch beide Hälften Papier. Wenn ihr das habt, dann nehmt ihr ein Stück Faden oder Band. Ich habe hier ein blaues Satinbändchen in Marineblau, das hatte ich tatsächlich noch. Keine Ahnung, ob das jetzt im Moment im Programm ist, aber ihr habt ja auf jeden Fall zu euren Papieren ein passendes Band. Das zieht ihr einmal rein auf beiden, durch beide Löcher und auf der gegenüberliegenden Seite führt ihr es wieder raus. Also ihr seht einmal rundherum. Dann steckt ihr eure beiden gegenüberliegenden glatten Laschen wieder übereinander. Und könnt dann mit Hilfe des Bandes die Box zuziehen. Ihr könnt das jetzt hier zusammenziehen, dann verschließt sich dieses, ich nenne es mal Dach, quasi von selber. Dann macht ihr einen Knoten, könnt das ein bisschen jetzt ausrichten. Ich hatte ja schon ein Etikett vorbereitet, und zwar Frohe Weihnachten auf einen 1¾ Kreis, auch da das Loch rein, und das Frohe Weihnachten, das stammt aus dem Produktpaket Wunderschöne Weihnachtszeit. Hier ist das Frohe. Ihr könntet das Weihnachten auch noch zusätzlich stempeln. Und dann sind hier diese tollen Schrift- und Schattenstanzen Weihnachten. Und die habe ich hier übereinander geklebt. Dann fädel ich auch hier das Etikett mit auf das Band. Also vielleicht. Verschließe das Ganze mit einer Schleife und habe dann meine sogenannte Häuschenbox mehr oder weniger fertig in Blau mit ein bisschen wilder Weizen und dem weißen Kreisausstanzer. Wenn ihr jetzt dieses Mittelteil, was man jetzt hier ja quasi als gerade Fläche hat, ein bisschen auseinanderzieht, das ist jetzt hier bei dem kleinen Böckschen halt hier, dann habt ihr was, ja, die Monika gestern beim Basteln sagte, wie eine Takeaway-Box beim Asiaten, aber ihr könnt da zum Beispiel auch kleine Lampions draus machen. Wenn ihr die an eine Lichterkette hängt und da ein paar Löcher oder Ausstanzungen reinmacht, dann scheint da sehr schön auch das Licht raus und dann könnt ihr das so aufhängen, diese kleinen Kästchen. Ihr habt also entweder diese Häuschenvariante mit diesem kleinen Dach, bei dem die Seitenwände ein wenig schräg stehen, oder ihr macht die Takeaway-Box daraus, zieht die zweiten Seiten auch noch ein bisschen auseinander und habt diese hübsche Lampion- oder Takeaway-Box.
Die Maße setze ich wieder unten in die Infobox. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinen Kolleginnen, die ja auch die ein oder andere Verpackungsidee noch für euch parat haben. Macht es gut, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche zu immer wieder Mittwochs, dann der Kartensketch im November. Bis dahin, tschüss!